dann werden wir in Zukunft mit 100 bis 200 Euro schon Anteile einer Immobilie kaufen können. Als ich das erste Mal von NFTs gehört habe, habe ich gesagt, boah, wie geil. Stell dir das Ganze mit Immobilien vor. Stell dir das Ganze mit Immobilien vor. Wir machen NFTs, kaufen eine Immobilie und machen das Ganze mit NFTs. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Mein Traum haben mittlerweile drei, vier Leute realisiert. Wäre ich jetzt zu spät? Nein. Weil ich ganz andere Projekte, meine Zeit und Energie sehr viel auch in die BSA und in unseren Wachstum stecke. Aber ich rede gerade mit Menschen, ob wir uns nicht dort zusammenschließen in die Tokenisierung, nenne ich es, um Menschen eine Art geschlossenen Immobilienfonds mit wenig Geld schon zu ermöglichen. Weil viele sagen, ich würde ja gerne in Immobilien, aber ich habe ja nicht so viel. Und dann kommt der Paul immer und sagt, ich kann ja schon mit 100 Euro anfangen. Und wenn ich das mit tokenisiere, mit NFTs, wenn die Gesetzgebung sich wirklich jetzt anpassen, dann werden wir in Zukunft mit 100 bis 200 Euro schon Anteile einer Immobilie kaufen können. Ich sage euch, es wird hier eine digitale Revolution auch im Immobiliensektor geben. In 10 Jahren werden wir über Tokenisierung von Immobilien, wird das eine absolute Selbstverständlichkeit sein. Versprochen. Den zweiten Punkt, die aktuelle Situation. Bauzinsen steigen, wir haben eine wirklich dramatische Situation, wo wir sagen, wir wissen nicht, was uns erwartet. Die Zinsen steigen und so weiter. Ich kann euch darauf keine Antwort geben. Ich kann euch keine wirkliche ehrliche Antwort darauf geben. Aber ich kann euch eins sagen: Diese Angst ist eine Chance. Weil viele Menschen nämlich gerade sagen, oh, ich warte lieber mal. Ich warte lieber mal. Und das ist genau diese Situation von den Stränden. Habt bitte immer den Strand vor Augen, den ich euch gezeigt habe. Diese beiden Bilder, voll leer. So, aber er versucht nicht, das Momentum abzureißen. Wenn ihr mit Immobilien investieren wollt, eure Strategie feststeht, dann zieht's durch. Unsichere Wirtschaftssituation, es ist nur eine Ausrede. Und die zählt wirklich nicht. Lasst euch das nicht einreden, weil Immobilien ist einfach ein Sachwert. Weil alle großen Banken, Versicherungen, reiche Menschen, sie tun's und lernt von diesen reichen Menschen, kopiert die einfach. Das sind keine Supermenschen, das sind keine Außerirdischen, die können nicht viel mehr wie ihr. Als ich mit 18 meine erste Immobilie gekauft habe ich auch nicht viel gewusst. Ich habe auch nicht viel Geld gehabt, aber ich bin zu meinen Eltern gegangen, haben mir das Geld geliehen, was die auch nicht hatten, viel. Aber lasst euch nicht davon abhalten, euch wirklich als Investor zu positionieren. Das muss in eure Köpfe rein. Geld muss für euch arbeiten. Nicht mehr Zeit gegen Geld. Bitte. Das ist unsere schlimmste Situation. Und das ist diese Freiheit, die ich heute habe. Und Gott sei Dank auch diese finanzielle Sicherheit für meine Familie. Ich habe Gott sei Dank früh begonnen und ich war eben begeistert, als ich den Kollegen gesehen habe, der so jung schon Geld anlegt und schon so clever anlegt, also mit einer Strategie mit Anfang 20. Super. Aber es ist das Mindset, was wir unseren Kindern mitgeben müssen. Wenn ihr eine Immobilie kaufen wollt, umgibt euch mit Menschen, die diese Interessen haben. Es gibt in ganz vielen Städten übrigens, gibt es so Immobilienclubs mittlerweile, die tauschen sich aus, Immobilieninvestoren, die sich treffen. Sucht und ihr werdet Anschluss finden zu Gruppen, wo Immobilien nicht an die Öffentlichkeit kommen. Und deswegen, ja, an der Stelle wirklich der Rat, baut dieses Momentum auf. Es gibt nicht eine Lösung, sondern es sind wirklich ganz, ganz viele Schritte, die wir haben, die wir unternehmen müssen, und da wirklich zu einer Immobilie zu kommen.